Und damit ein herzliches Willkommen zu der Trainerkarriere mit dem FC Bayern München, Leute. Jawohl, es geht wieder los. Alle Jahre wieder, sage ich da nur. Lothar Matthäus ist der Trainer und wir werden jetzt reinstarten in die coole Karriere mit FC Bayern München. Die Trainerkarriere, wie ihr seht, die Meisterliga wurde überarbeitet. Es gibt einige neue coole Sachen. Ich frage mich gerade nur, ob die Untertitel fehlen, weil was auch immer, oder ob das einfach normal ist, dass das gerade so durchläuft. Kann auch sein, dass gerade Musik läuft und dass ich nicht höre, weil ich die Musik ausgestellt habe, aus GEMA-Gründen. Keine Ahnung, Leute, auf jeden Fall trage ich meinen Merch. Falls ihr da mal vorbeischauen wollt, wäre das eine coole Sache, könnt ihr einfach mal rechts unten beim Shop vorbeischauen. Da gibt es nämlich aktuell noch 10% mit dem Rabattcode INSIDER10. Ja, könnt ihr einfach mal vorbeischauen, da könnt ihr euch mal erkundigen. Wir haben 5 T-Shirts gemacht, richtig, richtig coole Sachen. Und ich habe davon heute auch eins an, richtig nice. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid übrigens, dann könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo da lassen. Denn auf meinem Kanal wird es diese Trainerkarriere in PES geben. Eine Spielerkarriere mit Cristiano Ronaldo wird es in PES geben, die auch heute online gekommen ist. Auch mal rechts unten beim i vorbeischauen. Dann habe ich natürlich ein Tutorial gemacht, wie ihr die Bundesliga plus alle anderen Ligen in PES 20 reinmodden könnt, ja, damit ihr mit der Bundesliga, mit La Liga oder was auch immer auch hier in PES 20 spielen könnt. Auch einfach mal bei diesem Tutorial vorbeischauen, rechts oben beim i verlinkt. Und falls es auch Leute gibt, die FIFA feiern, FIFA wird es natürlich auf meinem Kanal auch geben, eine Koop-Karriere, wo quasi zwei Leute ihren eigenen echten Spieler erstellen und dann in einer Doppelstürmer-Karriere spielen, also eine Spielerkarriere zu zweit quasi. Richtig, richtig cool. Und dann wird es eine Torwartkarriere geben, wo ich den Torwart spiele und nochmal eine normale Trainerkarriere auch, aber natürlich mit einem anderen Verein. Hier in PES natürlich wieder mit FC Bayern München. Wie jedes Jahr eigentlich in PES 18, 19 und jetzt auch 20 immer mit Bayern, denn ich bin Bayern-Fan und auch halb so ein bisschen Fürth-Fan, weil ich in der Gegend von Fürth-Nürnberg wohne und dann gehe ich öfter mal zum Stadion, deswegen auch ein bisschen Fürth-Fan jetzt mittlerweile geworden, aber eigentlich Bayern-Fan und bitte kein Hate dafür, aber ja, das ist halt nur so und deswegen werden wir jetzt in der Bundesliga reinstarten mit FC Bayern München. So, wie wäre es, wenn wir die Champions League den Champions League Titel anpeilen als Ziel? Wir sollten auch die Liga gewinnen, ja. Also Liga gewinnen und Champions League, würde ich sagen. Also für unseren Verein ist das Double möglich, sagen wir gerade, dass wir eben Champions League und Liga gewinnen. Ich freue mich so auf diesen Karrieremodus. Seht ihr das? Das ist so cool einfach. Ich finde das richtig, richtig nice. Ich bin echt gespannt, was man hier alles macht. Hervorragend. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass sie das vorgeschlagen haben, das Double zu holen. Wird nicht leicht, aber wir werden es bestimmt schaffen oder sowas, hat er gesagt. Ich kann Ihnen volle Unterstützung des Trainerstabs garantieren. Sie werden bald sehen, dass wir an unseren Aufgaben wachsen können. Vor die Presse treten. Ja, das ist auch immer eine interessante Sache. Das werden wir jetzt mal machen. Ich war da bei dem PES-Event in München, auch im Presseraum. Ist Ihr Posten bei diesem Verein die Krönung Ihrer Karriere, fragt er. Ich würde einfach mal ein bisschen dezenter bleiben und sagen, es ist ein Höhepunkt meiner Laufbahn. Ich finde das so lustig. Das sieht auch echt gut aus eigentlich. Es sieht echt gut aus, die Leute, wie sie da hin und her laufen. Da bewegt sich auch da unten einer im Bildschirm, der hat sich gerade hingesetzt und so. Naja, welche Art von Fußball möchten Sie diese Saison spielen lassen? Ich möchte spektakulären Fußball sehen, sage ich. Und das wollen wir auch sehen. Und das werden wir auch sehen. Und das war's. Wir gehen. Kein Bock mehr. Ciao. In dem heutigen Video werden wir das komplette International Champions Cup Asia Turnier durchspielen. Also in dem heutigen Spiel gegen Florentina, gegen Benfica und gegen Tottenham Hotspur. In der nächsten Folge starten wir dann direkt rein in die Bundesliga. Das wird auf jeden Fall mega cool. Vorsaison Kapitel 1. Er sagt, wir können Alphonso Davies einsetzen, damit er sein Potenzial ein bisschen beweisen kann oder sich verbessern kann. Wir sagen, ja, ich überleg's mir mal. So, das hier ist jetzt erstmal vorerst meine Mannschaft, wie ich
theoretisch spielen würde. So starten wir dann jetzt mal rein in dieses erste Spiel gegen Milan. So, damit startet unser erstes Trainerkarrierespiel. Jetzt ab! Ey, das kann nicht sein. Jetzt passen wir raus auf Tolisso und Cousin. Ah, Croissant. Geil, ey. Der Loda. Bin gespannt, wie das sich so alles aufs Spiel auswirkt. Wie oft man den Trainer so sieht, was da so passiert alles. Was für Sequenzen es alles gibt. Ich bin echt gespannt drauf. Oh, das ist so traurig. 1-0. AC Mailand. Das ist ja traurig. Jetzt müssen wir Gas geben. Ich wechsle mal aus. Jetzt nach der Wiederholung. Lewandowski und Perisic und so kommen. Also ein paar gute Spieler halt wieder. Für diese Jungen da vorne. Ja, wir sind nämlich eindeutig die beste Mannschaft. Da kann man nicht sagen. Ein Konter jetzt und ja, drin ist das Ding. Und da fällt das Tor. 1-1. Robert Lewandowski. Nice one. Hat's lang gedauert. Ziemlich lang. Oh. Crazy. Also durch die Partnerschaft mit Bayern haben sie echt gut quasi nachgebaut, sagen wir es mal. Das ist halt wie in echt, ne? Also 1000 Chancen, Millionen Prozent Ballbesitz und im Endeffekt passiert nicht viel. Thomas Müller, Pfosten. Fast das Spiel gedreht durch Müller und Lewandowski. Müller trifft nur den Pfosten. Und Thomas Müller. Ah, viele Chancen bekommen wir jetzt nicht mehr. Da regen wir uns schon draußen auf. Also wir spielen nicht schlecht und jetzt haben wir noch mal ein paar gute Chancen zum Schluss. Okay, das ist wohl die letzte Chance schon. Und die kriegt Robert Lewandowski. Was war das denn? Seit wann geht sowas in PES? Scorpion Kick. Gut, nur ein 1-1, aber immerhin haben wir zwei Tore gesehen. Und den hätte ich jetzt auch nochmal machen können. Also ich habe nicht mal gewusst, dass sowas geht. Ich dachte, in PES ist es jetzt ganz schlick, dass er ihn annimmt und hoffentlich ins lange Eck schießt. Und dann macht er hier so einen Scorpion-Kick. Also keine Ahnung, dass seit wann das überhaupt möglich ist. Es ist genau gegen Hotspur und nicht gegen Arsenal. Also gegen Tottenham spielen wir ein paar andere Gesichter. Müller jetzt von Anfang an. Coutinho spielt beispielsweise. Pavard. Bla bla bla, gucken wir einfach mal rein, vielleicht läuft das besser, vielleicht aber auch schlechter, weil Tottenham Hotspur jetzt schon Gas gibt und wahrscheinlich auch ein bisschen die stärkere Mannschaft ist, als gerade eben. Pfostenschuss, Neuer liegt, springt auf und klärt den Ball zur Ecke. Jawohl, 1-0 in der 22. Spielminute durch. Natürlich, Robert Lewandowski. Ich sag's ganz oft, wenn nicht er, wer dann? Wer, wenn nicht er? Das sage ich ganz, ganz oft. Also war ein bisschen, ja, weiß nicht, das schönste Tor, aber er stand plötzlich da und hat ihn reingemacht. Sehr schön, 1-0. Und Thomas Müller oder Pavard? Nee, Müller war es. Ja, Müller. Thomas Müller. Er ist mal ganz kurz verwirrt. Thomas Müller 2-0 in der 34. Spielminute nach einer Ecke. Alaba bringt sie rein. Kein Abnehmer gefunden. Und dann steht hinten am langen Eck Müller und schiebt ihn rein an allen vorbei zum 2-0. Und da ist der Anschluss. 36. 2 Minuten später, Harry Kane zum 1-2. Das wollten sie sich natürlich nicht gefallen lassen. 2-0, ja, war gut für uns, aber wenn man es jetzt ganz stark objektiv betrachtet, oh mein Gott, das war so schlecht, dann ist es nicht unbedingt gerechtfertigt. Es war schon okay, also jetzt auch nicht unverdient oder so, aber auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Ja, da hat Süle mal aufgeräumt.
Da kennt er nichts. Und das 2-2. Ausgleich, nicht unverdient. Harry Kane, mal wieder, der es macht. Und das auch nach einer Ecke. Ich weiß nicht, ob ich wechseln soll. Ich habe eigentlich gerade gar keine Lust zu wechseln. Ja, Hernandez ist so der einzige, den ich so im Kopf habe für Alaba. Komm, machen wir einfach. Wenn der einen Balken nach unten hat, ist mir jetzt egal. Aber die anderen, die sind alle okay noch. Also die kann man noch drin lassen. Und Coutinho auf den zweiten Anlauf. Auf den zweiten Anlauf. 3 Minuten, naja, wenn man es genau nimmt, eigentlich wieder nur 2 Minuten später wird hier der Treffer gemacht. Und wir gehen erneut in Führung. Wir als Trainer finden das natürlich gut. Kopfball war nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht so Bombe. Dafür dann das Nachstochern, das Nachsetzen, das war natürlich absolut wichtig. Und dann ist es das 3-2. Und Thomas Müller, jetzt macht er ihn. Jetzt macht er ihn. 4-2, Deckel drauf, Entscheidung. Schönes Tor. Doppelpack von dem waschechten Bayern-Burpen. Keine Ahnung. Richtig gut. Richtig gut gemacht. Und dann auch, ja, halbwegs gut abgeschlossen. Auf jeden Fall ist er drin. Das ist die Hauptsache und das war's dementsprechend auch. Da wird es kein Unentschieden mehr geben in den letzten 2-3 Minütchen. So, wieder einige andere Spieler bzw. ja, ein bisschen eine andere Mischung von den Spielern. Und Sven Ulreich, der spielt im Tor. Boah. Fuck. Nein. Ah, so ein Fehler ist natürlich immer scheiße. Ne? Also, ich habe es mir auch früher angewohnt, einfach immer wegzuschießen den Ball als Torwart und den nie wegzupassen. Aber, weiß ich nicht, nach einer Zeit habe ich mich dann immer wieder ein bisschen zurückgewohnt, habe gedacht, komm, passt auch ab und zu mal wieder. Und das ist jetzt leider zur Häufigkeit geworden. Und das führt hier zu dem Fehler, zu dem 1-0 in der 17. Minute von Aubameyang. Nice. 2-0 Arsenal. Pepe macht das Tor. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Weil der ist irgendwie durchgerutscht. Keine Ahnung warum. Ich habe natürlich auf Wegköpfen gedrückt, also auf X. Aber der ist durchgerutscht. Keiner dran gekommen so richtig. Und dann steht Pepe hinten und schiebt ihn einfach nur noch rein. 2-0 schon nach 30 Minuten. Und da ist der Anschluss. In der 31. Spielminute Robert Lewandowski 1-2. Das war nicht übel gemacht und das wird mit einem Tor belohnt. Dankeschön. Leute, übrigens ist es schon 11 Uhr abends. Deswegen bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen müde. Das merkt man mir ein bisschen an vielleicht. Aber ja. Kriegen wir noch hin, das eine Spiel hier. Jetzt Gnabry in der Mitte, ist wieder Lewandowski. Fast eine Kopie von vorhin. Aber nur fast. 2-2 ist die Hauptsache. Lewandowski, der bei uns schon richtig viele Tore jetzt gemacht hat. 2-2, wir haben das Spiel wieder auf Null gestellt quasi. Ja, läuft. Er ist da zum Glück schön mitgelaufen, hätte auch von Anfang an ein bisschen schneller mitlaufen können. Aber gut, es hat geklappt, es war kein Abseits, alles super. Pavard, da ist das Spiel gedreht. Krass, nach einer 2-0, nach einem 2-0 Rückstand 3-2 draus gemacht. 55. Spielminute und es ist noch einiges zu spielen. Pavard, der Phantomstürmer, haben wir auch eine Trophäe gleich bekommen. Verteidiger, der Spieler für Kimmich oder spielt er sogar Innenverteidigung? Er spielt sogar Innenverteidigung, glaube ich, heute in diesem Spiel und macht hier mit links
das 3:2. Nice. Denn wir haben jetzt Müller, der macht auch Tore. 4:2. Ja, vorhin haben die mit 2 Toren geführt, jetzt führen wir mit 2. Wir haben das Spiel aber sowas von gedreht. Ganz, ganz starke Leistung. Stolz bin ich auf meine Mannschaft. Das hat gut funktioniert und wir werden Thiago einwechseln. Vorlage Perisic, Tor Thomas Müller, gerade eben eingewechselt und schon trifft er. Und Perisic darf selber nochmal ran. 5:2, yes. Richtig nice, das gefällt mir jetzt nochmal zum Ende hin. Ich dachte, weil ich jetzt müde bin und so, ne, keine Ahnung, da verlieren wir das letzte Spiel. Ich lag 2:0 schon hinten. Ja, aber 5:2 kann man auf jeden Fall mal machen. Und das ist auch noch nicht vorbei. Und da fällt das Tor. 3:2. 3:2, was? 5:3. Pff, ich bin richtig verwirrt, Leute. Sorry. Beim nächsten Aufnahmetermin bin ich auf jeden Fall wieder deutlich fitter. Ja, 5:3. Sie kommen wieder ran, aber das ist schon längst gegessen, denke ich mal. Schauen wir mal, was wir jetzt noch für Fehler machen, aber normalerweise locker easy. Oh, jawohl. Dass es sicher ist, wird hier nochmal klargestellt. Es hat nicht lang gedauert. Und dann legen wir noch eins nach. 6:3. 9 Tore in diesem Spiel. Was ist das für eine erste Folge, Leute? Wie viele Tore haben wir bitte gesehen in der allerersten Folge von der Trainerkarriere PES 2020? Alter Verwalter, krasser Scheiß. So, das war's, Leute. Das war's. 6:3. Absolut heftig. Und Comeback-König, ja, auf jeden Fall. Die feiern richtig, also haben sie offensichtlich im Pokal damit auch gewonnen. Die Mannschaft. Und ja. Das war's von der ersten Folge, Leute. Schaut auf jeden Fall bei der Spielerkette vorbei. Abonniert meinen Kanal, ist kostenlos natürlich, um nichts mehr zu verpassen und mich dann nächstes Mal auch ein bisschen fitter zu erleben. Aber das ist schon mal direkt der erste Titel mit unserem neuen Trainer, mit unserer neuen Mannschaft und mit dem neuen PES-Teil. Das lief ja ganz gut und in der ersten Folge absolut viele Tore. Mal gucken, wie ich das runtercutten kann, wird auf jeden Fall eine lange Folge gewesen sein. Nichtsdestotrotz, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.